Ich bin heute übermäßig auf Krawall gebürstet, was heißen soll, mich dürstet es danach, jemanden gehörig zusammenzufalten. Doch wen? Sagen wir jetzt, ich hab Schulden? Warte mal. Mir ist heute so warm, warte mal. Perfekt. Alle Tage wieder denkt sich unsere bonierte Lieblingsinfluencerin, sie könne mal wieder ein Schnippchen schlagen und ihren garstigen Kritikern zeigen, wo Pepe die Locken hat. In aller Regelmäßigkeit legt sie dabei eine derartige Hybris an den Tag, dass ich so richtig Puls bekomme. Wenn dann auch noch mehrfach mein Name fällt Nero. Und ich sogar persönlich Ziel ihrer plumpen Pöbelparade werde, plus sie dann auch noch einen direkten Angriff in den magischen Zylinder feuert, ist das die perfekte Beschwörungsformel für so ein Video von mir. Verfolger dieser absurden Shitshow werden sich freuen, es geht mal wieder um den Rechtsstreit zwischen ihr und mir. Leuten, denen das Thema auf den Sack geht, klicken immerhin auch auf dieses Video, um mir mitzuteilen, dass sie keinen Bock darauf haben. Hilft auch. Ey, komm schon, an der Angelegenheit hier hat ein exorbitanter Teil meiner Community großes Interesse, also warum nicht. Wo wir gerade dabei sind, liked mal alle dieses Video hier. Ansonsten steht Aline nämlich um 3 Uhr nachts vor eurem Bett und fächert euch mit Geldscheinen Wind zu. Das könnt ihr nicht wollen. Also wenn jetzt nicht jeder einzelne liked, dann weiß ich auch nicht. Habe ich Fragen. Ihre Freundin war mir bis dato kein Begriff und ich möchte anmerken, dass das aus Pulsgründen auch gerne hätte so bleiben können, aber das war mir wohl nicht vergönnt. Ihre Freundin redet ungewöhnlicherweise sogar mehr als Labaline Schnackmann. Gucken wir uns aber trotzdem an, weil A, inhaltlich nimmt sich das nicht wirklich viel und B, Alter, sie ist mit Aline live, verteidigt und supportet sie und pöbelt in meine Richtung. Natürlich schnür ich ihr da ein Päckchen draus. Dann tun wir uns den Hokuspokus mal rein. Ich hab Schulden, warte mal, mir ist heute so warm, warte mal. Jazz, auch das hat hier nichts verloren. So eine Scheiße will ich hier auch nicht lesen. Das war auch diesbezüglich dein letztes Kommentar. Du bist für diese Geschichte hier gesperrt und stumm geschaltet. Das geht dich nämlich einen Scheißdreck an. Das war der Auslöser für diese Clowns-Fiesta. Alines Freundin hat den Bannhammer geschwungen, der anscheinend, wie es auf mich wirkt, ziemlich griffbereit liegt, weil jemand Aline darauf hingewiesen hat, sie möge doch mal bitte endlich ihre Gerichtsschulden bei mir tilgen. Hier fliegt ein Käfer rum. Oh, fuck mich doch nicht ab. Was ihre Freundin damit bezwecken wollte, verstehe ich nicht so ganz. Sie merkte ja an, dass das Thema im Stream nicht zu suchen habe, weil das ja alles Privatsache wäre, tatsächlich sogar. Macht das Ganze dann aber monologartig 6 Minuten zum Thema und redet selber über nichts anderes mehr. Ganz davon abgesehen, dass das Fass von Charlene BWL-Mann höchstpersönlich in aller Öffentlichkeit aufgemacht wurde. Also kann es auch gerne da bleiben. Verstehe ich jetzt nicht, wieso du den Kommentator dafür gebannt hast, nur weil er mal ein bisschen glotzi-glotzi in die Büchse der Pandora machen wollte und du das Ding einen Augenblinzer später in Gänze aufreißt. Da frage ich mich an der Stelle einfach nur noch. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja. Dankeschön an meine Modis. Sowas wird hier stumm geschalten. Geht hier kein was an. Unser Privatleben auf TikTok, Leute, geht euch einen Scheißdreck an. Ja, okay, aber warum posaunt ihr euer Privatleben dann nach außen? Das ergibt keinen Sinn. Warum machen das diese TikTok-Battle-Battle-Streamer-Knallis eigentlich immer wieder? Ein Fetzen ihres Privatlebens anreißen und dann auf Nachfragen empört reagieren? Das geht euch gar nicht an. Was hat die denn geschrieben? Scheißegal, was die geschrieben hat. Uninteressant. Okay, ist egal und uninteressant. Thema sollte dann ja beendet sein. Was macht sie einen Augenblick später? Oh, ups. Alles klar. Ich habe mir so ein Pokémon Go Plus Ding gekauft und das vibriert gerade. Interessant. Hat die Klappe. So, wo war ich stehen geblieben? Ist egal und uninteressant. Thema sollte dann ja beendet sein. Was macht sie einen Augenblick später? Ach, so eine Beschmierte, die gesagt hat, Just Nero, du sollst erstmal die Kosten bezahlen. Hat doch hier nichts verloren. Denkt sie eigentlich auch darüber nach, was sie redet? Oder sprudeln die Worte einfach nur aus ihrem Mund heraus? Die widerspricht sich auf diese Art alle paar Sekunden. Die Hälfte des Streams geht darum, dass es in ihrem Stream nicht darum gehen soll. Als nächstes redet sie darüber aus dem Nichts, dass wenn Aline nicht zahlen kann, sie dann auch nicht zahlen muss. Weil, ja, so läuft das halt, ne? Man braucht schon wirklich super Dragon Ball große Eier, um diese absurde Dummheit offen ins Internet zu blöken. Mir persönlich geht es auf die Eier, wenn man so ein Dösbaddel ist und sich für denjenigen hält, der die Weisheit mit dem Eierlöffel gefressen hat, ne? Es geht mir auf die Eier und deshalb Manscaped. Das ein oder andere Mal habe ich zwar erwähnt, dass Bartwuchs bei mir so eher verhaltener Natur ist. Aber wenn da doch mal das ein oder andere Härchen gesprießt ist, sieht es halt einfach affig aus, weil nicht flächendeckend. Das ist so ein Flickenteppich. Deswegen sorge ich lieber dafür, glatter zu sein, als die Schleimspur, die KuchenTV auf dem Weg nach Buxtehude hinterlässt. Und das dank dem Lone Mower 4.0. Ich habe nicht die größte Expertise mit dem Rasierer, weil ich mich eben nicht oft rasieren muss. Aber wenn ich es tue, ey, ich bin zu blöd dafür. Ich wüsste nicht, wann ich mich zuletzt rasiert habe, ohne danach auszusehen, als wäre ich gerade frisch vom Braindead-Filmset gekommen. Mit dem Lone Mower 4.0 ist es mir gelungen. Ich habe mich nicht geschnitten. Egal, ob die Seiten mal wieder auf ich hänge hobbymäßig am Bahnhof abgetrimmt werden müssen, im Gesicht, auf der Brust, ich schwöre, ich habe da letztens 3 Haare gesehen. Oder halt einfach an den
Die nötigen Aufsätze Crop Reviver oder Crop Preserver sind auch am Start. Ersteres ist ein Intim-Toner-Spray, welches den Juggernaut-Potion-Effekt hat. Letzteres ist eine Erfrischung für gerade bearbeitete Körperstellen. Ebenfalls enthalten im Performance-Pack 4.0 sind ein wasserfester Nasen- und Ohrhaartrimmer, ein wunderbarer Kulturbeutel, eine sneaky Unterbuchs sowie selbstverständlich die passende Ladestation. Ich bin glücklich mit Manscaped, weil ich keinen Bock habe, jedes Mal Selbstmalträtierung zu betreiben, und mit dem Lawnmower 4.0 kann ich das endlich. Der Link ist unten in der Beschreibung oder im angepinnten Kommentar. Mit dem Code JustNero erhaltet ihr 20% Rabatt. Eure Lieferung ist versandkostenfrei. Zeit, Person weiter zu rasieren, aber nicht an den... Was nicht geht, geht eben nicht, Leute. Wir haben auch noch andere Kosten, die wir decken müssen und zahlen müssen. Nicht mein Problem. Wenn man so dämlich ist, jemanden öffentlich vor einem 100.000er-Publikum Straftaten wie Swatting, unrechten Zugriff auf Digitales und etliche andere Angelegenheiten vorwirft, die geeignet sind, den Ruf von mir herabzusetzen, muss man halt auf die Kelle, die zurückkommt, klarkommen. Wenn du das nicht möchtest, halt einfach die Fresse. Das, was Aline gemacht hat, war Verleumdung, weil sie ganz genau weiß, dass ihre Tatsachenbehauptungen unwahr waren und nur dazu dienten, mir zu schaden. Versucht jemand, meinem Ruf zu schaden, feuer ich halt zurück. Erst recht, wenn mir die Person so lieb ist wie ein Warnkampf auf dem Donnerbalken. Dann auch gerne mal aus allen Kanonen rohren. Wäre wenigstens das Nachtatverhalten angemessen gewesen und sie hätte ihre Fehler eingesehen und sich entschuldigt. Hätte ich ihr trotzdem nicht verziehen und hätte weitergemacht, ne? Aber sie hat dann ja auch noch das hier vom Stapel gelassen. Ich schwör's dir, ne? Ich bin jetzt ehrlich zu dir, vor 1000 Leuten, wenn du noch einmal den Namen von diesem Bastard aussprichst, ich schwör's dir, das ist ein Bastard, hat meine Mutter einen Leichenwagen bestellt, dann gehe ich über Leichen. Ich bin jetzt mal darauf gespannt, was sie zu sagen hat, wenn Aline nicht zahlen kann. Was nicht geht, geht eben nicht, Leute. Wir haben auch noch andere Kosten, die wir decken müssen und zahlen müssen. Und wenn jemand sich damit nicht zufrieden gibt, dann muss er halt Göttjallama machen. Verstehst du? Ist so. Also, wenn sie nicht zahlen will oder kann, soll ich mich damit zufrieden geben oder sie am Arsch lecken? Diese Dame hat ein äußerst ausgeprägtes juristisches Verständnis. Das Gericht, welches eine Nichtzahlungstilgung mit der Begründung kein Bock, muss noch andere Sachen zahlen, akzeptiert, darfst du mir auch gerne mal zeigen. Gerichtsschulden sind eintreibbar. Da kann dann irgendwann so ein netter Mann kommen, der in der Regel diese wunderbaren rot-weißen Sticker mit dem Schriftzug Pfandsiegel dabei hat. Und nein, die Sticker wieder abzuknibbeln ist keine adäquate Lösung des Problems, sondern strafrechtlich relevanter Siegelbruch. Muss man ihr anscheinend erklären, bei den wilden Jura-Takes, die sie von sich gibt. Falls ihr euch übrigens fragt, warum ich so ein wenig garstig angehaucht wirke, ich habe es nicht so gerne, wenn man mir sagt, ich solle jemanden am Arsch lecken, weil ich meine gezahlten Anwälte und Gerichtskosten, die mir zustehen, zurückverlange, die ich nicht verschuldet habe. Dummes Gelaber immer. So wie deins. Menschen dann von außen reinkommen. So wie du gerade. Von nix, von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. So wie du gerade. Und dann erzählen, was wir zu zahlen haben und was nicht. Er hat doch recht, sie hat das Eilverfahren krachend verloren und ich habe die einstweilige Verfügung gegen sie. Das hat sie öffentlich schon angesprochen, das habe ich öffentlich schon angesprochen, ist also gänzlich bekannt. Was laberst du denn für eine gequirlte Scheiße? Meinst du nicht, es ist ein wenig dünnes Eis, anderen zu unterstellen, sie würden von Themen reden, von denen sie offensichtlich keine Ahnung haben? Also manchmal muss ich ja ganz ehrlich sagen, feiere ich dich, obwohl ich dich ja nie leiden kann. Warum? Hier ist alles voller Scheiße! Kacke! Also erstmal, warum streamst du mit ihr, wenn du sie nicht leiden kannst? Ach ja, Zweckgemeinschaft, um doch noch irgendwie Kohlen ranholen zu können, von denen man vielleicht doch mal die Schulden tilgen kann. TikTok-Niveau halt. Wofür feierst du sie? Es sind 2 Minuten im VOD vergangen und sie hat keinen richtigen, geschweige denn einen geraden Satz herausgebracht und nur über mich vom Leder gezogen, weil ich mein Geld haben möchte. Wenn jemand bei dir Schulden hat, willst du die, ich denke, auch mal wieder haben, oder? Sonst würdest du dich ja nicht für ein bisschen schnöden Mammon der Lächerlichkeit preisgeben und online mit Aline um die Wette betteln. Tippen, tippen, liken, liken. Scheiße, man merkt, dass ich heute übellaunig bin, ne? Und Aline, bitte lass das mit diesem Durstlöscher bleiben. Ich hasse Essens- und Trinkgeräusche, erst recht, wenn die so demonstrativ sind wie du gerade. Aline, hör auf damit. Das musste jetzt kein zweites Mal sein. Nein, nein. Herrgott nochmal, warum bist du eigentlich so bärstig? Das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber ich muss mir das reintun, also müsst ihr das auch. Wieso hänge ich schon wieder? Booster, Leute! Booster! Wir haben den Booster! 25 Sekunden, könnte die mal 5 sein, am Raul. Seri, Finn, Dankeschön. Leute, wir haben den Booster. 18 Sekunden noch. Mach doch mal was. Wir haben den Booster. Ines, Janette, Dankeschön. Geht es wirklich in jedem TikTok-Match so peinlich, so zum Fremdschämen, so
impertinent vor. Wer guckt sich so eine Scheiße freiwillig an und schmeißt Aline plus Entourage dann auch noch Kohlen dafür in den Rachen? Also, wir sind unsere Gesellschaft ist wirklich am Arsch. Jeder hat doch irgendwelche Sachen zu bezahlen, mein Gott. Wir sind doch keine Kapitalisten. Wir haben Miete zu bezahlen, Strom zu bezahlen, Hundefutter zu bezahlen. Hat Aline wieder Hunger oder was? Spaß beiseite. Kurze Frage. Hast du eigentlich eine Ahnung von den Begriffen, die du da so um dich schmeißt? Oder benutzt du die einfach nur, um so zu wirken, als hättest du was zu sagen, ohne etwas zu sagen? Ein Kapitalist ist, wer seine Rechnungen bezahlen kann. Oder was möchtest du damit jetzt ausdrücken? Ein Kapitalist ist, wer Geld hat. Ich dachte immer, jemand ist ein Kapitalist, wenn er über ökonomische Werte, auch Kapital genannt, verfügt, die dafür genutzt werden, einen vergrößerten Wert zurückzuerhalten. Aber je mehr man weiß, Weisheiten mit Alines Freundin. So, und wenn der ein oder andere meint, der hat jetzt irgendwie, muss sich jetzt bei uns was holen, ja, dann mach doch. Wenn man schon Raten anbietet, dann muss man sich damit auch zufrieden geben. Wenn man aber alles verlangt, muss man Pech haben, wenn man gar nichts mehr bekommt. Könnte diese Frau vielleicht mal für eine Sekunde aufhören, dummen Bullshit zu faseln? Ich soll mich damit zufrieden geben, wenn ich nur Raten bekomme. Nee, muss ich nicht. Solange das Gericht das nicht sagt, muss ich das nicht. Mach ich auch nicht. Jetzt erst recht nicht. Ey, die erzählt wirklich, wenn man nicht Ja und Amen zu Ratenzahlungen sagt und sich auf der Nase herumtanzen lässt, hat man das Recht, die Zahlung gänzlich zu verweigern. Ich erkläre gleich nochmal, wie Raten funktionieren. Da kommt die nämlich auch nicht so ganz hinter. Ich würde darauf ja gar nicht eingehen, aber dieses absurd groteske Dummgeschwafel, das macht mich so sauer. Ohne Witz, mich triggert Dummheit einfach. Die stellt mich ja schon fast als Schuldigen hin für ihre Straftaten. Willst du mich verarschen? Hätte sie sich vorher überlegen sollen. Wenn man Äußerungsdelikte begeht, muss auch jedem bewusst sein, dass es Konsequenzen hat. Als nächstes wird mir erzählt, ich solle niemanden dazu nötigen, die drei Finger zu heben, sprich die Schwurhand zu machen, weil sonst bekomme ich gar nichts. Nötige niemanden die drei Finger zu heben. Nötige niemanden die drei Finger zu heben, weil sonst kriegst du gar nichts. Was ich nicht so ganz verstehe, was hat jetzt der Eid damit zu tun? Die Vermögensauskunft hätte sie schon leisten müssen, hat sie aber halt nicht getan. Und ich verstehe auch nicht, warum ich dann gar nichts bekommen sollte. Effektiv sagt sie ja, fordere niemanden dazu auf, deine Schulden zu bezahlen, denn sonst bekommst du sie nicht. Und Aline stimmt dem übrigens zu. Ist aber auch nicht das erste Mal, dass sie die Zahlung verweigert. Die Mühlen der Justiz mahlen langsam, aber sie mahlen. Stetig und kontinuierlich. Alles menschlich. Niemand kann niemanden zwingen, irgendwas zu bezahlen. Boah, danke! Hättest du mir den Tipp mal früher gesagt? Ey, dem Finanzamt, dem hätte ich es aber so richtig gezeigt. Als nächstes erzählt sie mir dann, wenn ich sie dazu bringe, die drei Finger zu heben, kriege ich Arsch von ihr? Oder was auch immer das hier heißen soll? Gönnt ihr aber mal. Dann danke. Ich weiß auch gar nicht, warum sie sich da jetzt einmischt und denkt, sie müsste mit mir reden. Ich habe doch gar nichts mit ihr am Hut. Deswegen ignoriere ich den größten Teil von ihrem Gesabbel jetzt und fokussiere mich mal auf das, was Aline noch zu sagen hat. Oder zu tun hat. Es wird nämlich jetzt wild, Freunde. Sagen wir jetzt, ich habe Schulden? Warte mal. Mir ist heute so warm. Warte mal. Boah, ist mir heute warm. Ich habe was? Ich habe Schulden? Boah, ist mir warm. Oh, warte mal, wie viel sind das? Was haben die gesagt? Ich habe Schulden. Witzig bist du. Die kann sich glatt mit Theo Strattmann zusammentun. Warte, ich fix das mal für dich. Aber danke für den Ausschnitt. Der in Kombination mit dem Ausschnitt von dir, in dem du bestätigst, dein Geld vor Zahlungen, die du zu tätigen hast, inklusive Finanzamt maybe, wer weiß, zu verstecken, kommt dem weiteren rechtlichen Verlauf unseres Disputes sicherlich zugute. Aber eher weniger für deine Seite. Hätte wer meiner Wenigkeit erzählt, dass mir mal ein Gegner in einem Rechtsstreit Geständnis und dann auch noch ein Beweisvideo liefert, das Ganze aber abstreitet hinterher, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber Aline, die macht alles möglich. Im Übrigen, Gerichte finden es jetzt nicht unbedingt so toll, wenn du dein Geld vor denen versteckst. Das weißt du schon, oder? Du hast ja nicht nur bei mir persönlich Schulden und nicht nur gegen mich vor Gericht verkackt. Ich muss mal an der Stelle mal ganz kurz was sagen. Bitte nicht. Wenn es Gerichtskosten von einem Nero gibt, dann zahle ich die mit Raten ab. Warum sollte ich dem gleich das ganze Geld abschmeißen? Ich habe auch Gerichtskosten. Manchen Leuten, da zahle ich gerne mein Geld sofort pünktlich zurück. Aber es gibt manche Dinge, da zahle ich mein Geld halt nicht gerne pünktlich zurück. Das kann die nicht ernst meinen. Das kann die nicht ernst meinen. Denkst du wirklich, du entscheidest, wie das Geld zurückgezahlt wird? Du bestimmst wann, du bestimmst wie? Ich erkläre dir das mal. Um eine Geldstrafe in Raten zu begleichen, muss gemäß § 42 StGB nachgewiesen werden können, dass die sofortige Zahlung aufgrund persönlicher und/oder wirtschaftlicher Verhältnisse nicht zugemutet werden kann. In diesem Fall kann bei der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Antrag auf Ratenzahlung gestellt werden. Es gibt da drei Punkte, die du zu beachten hast, wenn du eine Ratenzahlung beantragen möchtest. Erstens, die Gründe für eine Ratenzahlung sollten sachlich und detailliert wiedergegeben werden. Ich habe keinen
Bock ist weder ein sachlicher noch ein adäquater Grund für eine Ratenzahlungsbeantragung. Zweitens, die Geldstrafe selbst sollte nicht in Frage gestellt werden. Sie hat sie ja nicht nur in Frage gestellt, sondern mehrfach live mit Beweisvideo, welches ich habe, verleugnet. Drittens, Beilegen eines klaren Nachweises, zum Beispiel in Form eines Gehaltsscheins, dass die Einmalzahlung nicht erbracht werden kann. Du hast dir gerade ganz schön vor den eigenen Karren gepisst. Merkst du selber, oder? Denkst du, selbst wenn du das Gericht so belügen könntest, dass sie dir glauben, dass dir eine Einmalzahlung nicht zuzumuten wäre, denkst du, ich würde dieses Video dann hier nicht einreichen? Diesen Ausschnitt, wo du mit deinem Bargeld flexst und sinngemäß sagst, ich könnte das ohne Probleme zahlen, mache ich aber nicht? Wo wir gerade dabei sind, lese ich dir auch nochmal kurz die Konsequenzen bei Nichtzahlung vor. Es wird nicht sofort die gleichgenannte Konsequenz erfolgen. Dafür müsste man schon mehrfach die Zahlungsaufforderung versäumt haben. Aber wie lange renne ich dir nochmal gleich wegen des Geldes hinterher? Zitat: Wenn Sie die zu begleichende Geldstrafe nicht ausgleichen, werden Sie zur Ersatzhaft geladen. Kommen Sie dieser Ladung nicht nach, ergeht schließlich ein Haftbefehl wegen nicht gezahlter Geldstrafe. Das kannst du nur durch Tilgung abwenden. Weiter das bockige Kleinkind spielen wird dir nicht auf ewig helfen. Das ist einfach nur Problemverlagerung auf Zukunftsaline. Die letzte Option zur Zahlungstilgung wäre übrigens, Kontakt zum Gläubiger aufzunehmen und mit ihm reden. Und ich sag mal, wie es ist, ne? Nach so einer Shitshow nehme ich bestimmt keine Rücksicht. Gut, hätte ich auch so nicht getan. Und der andere Gläubiger wäre in dem Fall das Gericht und ich bezweifle, dass sie da anders eingestellt wären. Erst recht, wenn du die ständig mokierst und ihre Entscheidung aberkennen willst. Hast du schon gehört, dass ich mein ganzes Geld in die Türkei geschmuggelt habe? Nee, das habe ich noch nicht gehört. 20.000 oder 25.000 habe ich in die Türkei geschmuggelt. Kannst du gar nicht. Der, wer sowas erzählt, ich sage euch Leute, totaler Blödsinn. Ich sage euch auch warum. Weil Deutschland, Türkei kooperiert mit Deutschland. Ja, ja, bla bla. Türkei und Deutschland kooperieren nach ihrer Aussage in dem Sektor. Aber erklär mir mal, wie du das hier damit entkräften möchtest. Läuft bei dir, natürlich läuft bei mir. Man muss nur wissen, wie man sein Geld irgendwo versteckt. Wenn man jemanden provozieren will, sollte man eventuell auch Oberwasser haben. Nicht wahr, meine Liebe?